Wer ein Auto von Tippen, ist total gefährlich. Wer ein Auto von Tippen, Dankeschön ist für deine total Hilfe. Gefährlich. Pia, deine Dame und Herren. Ein Rob frei, das war doch schon Stunden dort. Ruft meine Freundin mich an, ob ich nicht für sie schon im Internet was schauen kann. Und weil ich gar nicht gelernt hab, einfach nur sagen, was gehört. Hab beim Fahren im Handy schnell was tippt, ganz unbeschwert. Weil ich nein, Schatz, ich gern jedem gefallen, nur was geht. Ob in dem konkreten Fall, im Stoß verlassen, ich bleib und unser gemeinsames Auto, das muss war erst ein Jahr, gegen einen Birnbaum geparkt, das war blöd, wirklich wahr. Und wie rief meine Freundin dann an, du sagt sie echt, ganz ehrlich, wer ein Auto von Tippen ist total gefährlich. Daraufhin war ein paar Wochen die Stimmung eher mies. Ist ja irgendwie klar, weil es aufs Auto auch crazy ist. Und nun haben uns ihre Eltern ihr zweites Auto geborgt. Wir haben die Unfallursache nicht erzählt, das hätte sie nur gesagt. Wie gesagt, die Stimmung war unten über mehrere Wochen. Und dann plötzlich ist wieder Verliebtheit ausgebrochen. Fast zu Schäme am Anfang, was für uns alle beide. Wir haben sie Nachrichten geschickt, wir frisch verliebt, voller Freude. Und so hab ich mich dann, weil ich ja so unverliebt war, auf der Straße hinreißen lassen, hab was geschrieben, ist ja klar, weil das kann nicht mehr warten, hab ich doch, das ist so ehrlich. Wer ein Auto von Tippen, ist total gefährlich. Ist mir da grad noch eingefallen, wie der Lastwagen vor mir plötzlich gar nicht mehr gefahren ist, er war voll klar mit mir. Und so bin ich mit Schwung hinten unten reingefahren. Das war nicht halb so gut, wie es klingt, das braucht's jetzt zwar nicht mehr. Was ich jetzt jedenfalls gelernt hab, ich sag's euch ganz ehrlich. Wer ein Auto von Tippen ist total gefährlich. Und zwei Autos in zwei Monaten, das ist echt nicht wenig. Und so wie Pech in kurzer Zeit, das hab ich nur selten gesehen. Zumindest hat die Vollkasko halt unseren Wagen ersetzt. Weil's von SMS nichts gewusst, am Ende hat keiner fest. Ich hab ein Glied gehabt, weil so richtig schwer verletzt war in dir. Einmal ein bockelnder Finger, dann ein richtig blaues Knie. Doch was am meisten weh tut, hat das war der Blick der zwei Frauen meiner verärgerten Freundin und ihrer Mami angeschaut. Ich hab mein Leben lang noch nie so konzentriert erlebt. Wir Blicke töten Ketten und man kommt die Erde weg. Und wirst die innerhalb Sekunden fühlst wie ein Bub mit 5 Jahren. Zwei bestrafende Mütter, das ist hart, wirklich hart. Doch das Bittere da ist, war meine Freundin nicht gewesen. Ich hätte ja beim Fahren nichts tippt und auch ein SMS gelesen. Und ich hätte den ganzen Schmerz, wie seelisch und körperlich gespart. Ich weiß jetzt, dass man nichts tippt, was man mit dem Auto fährt. Weil das ganze Handy klumpert, ist total entbehrlich. Und? Wer ein Auto von Tippen ist total gefährlich.